Wild, kraftvoll, wie im Sprunge, beugt sich dieser Tigerlöwe über seine Beute, um sie zu verteidigen. Eine Antilope, aufgebrochen, ihre Eingeweide, den Boden verteilt, sich ergießend, so ist dieses wilde Tier, eine Kreuzung aus Tiger und Löwe im Regent's Park Zoo, bemüht, uns fernzuhalten von dem, was er ergattert hat. Oskar Kokoschka kommt der Wesenheit und dem Charakter dieses Tieres sehr, sehr nah. So wie er dem Tier an und für sich sehr nahe gekommen ist und seine Wildheit und seine gebleckten Zähne und die kraftvollen Augen mit wilden, dynamischen, kraftvollen Pinselstrichen eine Farbe pastös neben die andere setzend, nutzt Oskar Kokoschka, dieser Nonkonformist, dieser Erneuerer, dieser neue Wege einschlagende Künstler, der teilweise als einer der ersten mit bloßer Hand, mit den Fingern die Farbe auf die Leinwand aufträgt. Sehr früh schon ist er abgegangen vom gegenständlich konkreten, realistischen Darstellen jener, die sich von ihm porträtieren lassen. Die Menschen, die bei ihm im Atelier sitzen, um sich von ihm darstellen zu lassen, sind manchmal verstört, verunsichert und abgestoßen. Sie verstehen nicht, worum es Kokoschka eigentlich und wirklich geht. Nicht die Hülle, die perfekt dargestellte, interessiert ihn, sondern das, was sich dahinter verbirgt. Ganz gleich, ob er einen Menschen darstellt oder eines der von ihm so geschätzten Tiere, er hat eine große Affinität zur nichtmenschlichen Natur. Er bemüht sich, ihnen emotional, sie erfassend, so nah wie nur irgend zu kommen. Und so ist es ein großes Glück für ihn, dass er die Erlaubnis bekommt, in London, im Regent's Park Zoo, am frühen Morgen, noch bevor die Besucherinnen und Besucher Einlass bekommen, hinter die Absperrung zu treten, um direkt am Gitter, am Zaun des Geheges, des Käfigs, diesem Tigerlöwen entgegentreten zu können. Der reagiert, wie wir erfahren und spüren können, ausgesprochen gestresst und beunruhigt und verteidigt seine Beute wie im Sprunge, kraftvoll mit den Energien, die ihm innewohnen und der Spannkraft seiner Muskeln. Sehr früh schon wurde Oskar Kokoschka, dieser Seelenaufschlitzer, wie er als Porträtist genannt werden wird, von Adolf Loos entdeckt, der Architekt, der gegen die bürgerliche Überwucherung mit ornamentaler Ästhetisierung ankämpft, wird in Oskar Kokoschka einen potenziellen Mitstreiter erkennen und ihn an seine Seite holen. Oskar Kokoschka soll viele in diesem dichten Netzwerk des Adolf Loos, Vertreter der Wiener High Society, der oberen 10.000 porträtieren. Sind Sie mit dem Ergebnis nicht einverstanden und zufrieden? Dann springt Adolf Loos ein, mit einer Art Ausfallshaftung gewährt er, wer das Bild nicht käuflich erwerben will, braucht es nicht zu zahlen, ich übernehme es. Innerhalb kürzester Zeit ist Adolf Loos Eigentümer der größten Porträtsammlung der Provenienz von Oskar Kokoschka. Und so rückt dieser junge Künstler den Wesen, egal ob Mensch oder Tier, so nah wie nur irgend möglich, um ihnen auf den Seelengrund zu blicken. Ein Blick auf diese kraftvolle Erfahrung lohnt immer wieder aufs Neue. Wir freuen uns auf Sie in der Österreichischen Galerie Belvedere.